Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Kescherreisen. Heute sind wir bei uns im Büro und ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen wundervollen Gast hier, die Janine aus Berlin. Hallo. Janine ist ebenso wie ich Geocacherin und das nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch von morgens bis abends im Büro. Manchmal auch in der Nacht. Manchmal auch in der Nacht, natürlich. Das geht uns allen so. Janine, was machst du denn? Ich habe in Berlin einen Geocaching-Shop mit Café dran und mittlerweile, also seit gut anderthalb Jahren, auch eine angeschlossene kleine Eventagentur, wo wir für Unternehmen und Kinder und so weiter Geocaching-Touren anbieten. Also alles, was mit der Jagd und Dose zu tun hat. Mhm. Wie lange gibt es, also wie heißt der Shop? Und der Shop heißt Lost Place und uns gibt es jetzt seit 3,5 Jahren. Warum heißt der Lost Place? Habt ihr eine Ruine als Location oder wie kommt das zustande? Nein, also das ist keine Ruine, wo wir das Ladengeschäft haben, aber wir sind leidenschaftliche Lost Place Cacher. Mhm. Und wir wollten eigentlich, als wir unseren Namen zugelegt haben, irgendwas, was bei den Leuten im Gedächtnis bleibt und nicht irgendwie so in der Masse untergeht sozusagen. Das bleibt erstmal hängen. Mhm. Ich habe das damals verfolgt, als du angefangen hast, hast du das, glaube ich, über eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Genau, wir haben versucht, das über ein Crowdfunding laufen zu lassen, weil ich den Gedanken schön fand, dass es von Anfang an ein Community-Shop ist, also dass es von der Community getragen wird. Das hat damals nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, haben es dann aber auf anderen Wegen umgesetzt und sind dann trotzdem gut an den Start gegangen. Okay. Was ist das, was dich im Moment am meisten beschäftigt, also in deiner Firma, das hat, wie ich dich vorhin richtig verstanden habe, ein paar Veränderungen gegeben. Ja. Vom reinen Geocaching-Artikelverkauf, es ist die Bandbreite noch etwas größer geworden. Ja. Was ist das, was euch im Moment am meisten beschäftigt? Das meiste, gerade wenn das Wetter so schön ist wie jetzt und der Sommer naht oder der Sommer schon da ist teilweise, sind wir wirklich viel damit beschäftigt, für Firmen Touren anzubieten, Geocaching-Touren. Teilweise auch individualisiert für Firmen was herzurichten, dass sie dann zum Beispiel ihren Kunden das auch als Mehrwert anbieten können, dass da eine Schnitzeljagd stattfindet oder ein Geocaching. Das ist eigentlich momentan so der Hauptfokus. Mhm. Und ihr habt jetzt auch so ein paar Reisetätigkeiten aufgenommen. Genau, also ich habe mal ganz ursprünglich durch das Hobby Geocaching damit angefangen, für die Berliner eine Fahrt ins Blaue zu organisieren. Fahrt ins Blaue heißt, außer mir weiß keiner, wo es hingeht. Wir treffen uns dann immer morgens mitten in der Nacht eigentlich, treffen wir uns am Zoologischen Garten in Berlin. Da steht dann ein Reisebus. Also alle so gegen 9? Ne? So morgens um 5, 5:30. Genau, und dann steigen alle ein und dann wird verraten, wo es hingeht. Und dann verbringen wir eben irgendwo den Tag. Also im ersten Mal ist zum Beispiel in die Sächsische Schweiz gegangen, wir waren schon in Stettin. Kommen dann am Abend zurück. Genau, das machen wir zweimal im Jahr. Das habe ich bisher immer privat organisiert. Das ist aber mittlerweile wirklich aufwendiger geworden, weil ich natürlich dann immer noch tollere Ideen habe, was man alles noch so machen kann. Ja. Und deswegen wird das jetzt auch über unser Ladengeschäft dann laufen, dass es einfacher zu handeln ist. Ja. Ja. Und was ich auf Facebook auch sehe, ist, dass du im Laden ziemlich viele Events machst. So. Ja. Misst du die Lösungsnachmittage und so. Genau. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, also bei mir war es so, dass ich natürlich auch selber über Mysteries gebrütet habe, wo ich gedacht habe, oh Gottes Willen, ich habe nicht mal einen Ansatz. Oder dann eben auch Fachwissen gefragt, was ich nicht habe. Und eine andere Geocache mal mit, ach, mir geht's auch so, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen und das in deinem Laden machen und laden auch andere dazu ein. Das haben wir ganz am Anfang schon gemacht. Und das hat sich dann über die Zeit so weit immer weiterentwickelt, dass wir es jetzt auch relativ häufig machen. Und uns einfach da wirklich zusammensetzen, jeder bringt seine Rätsel mit und sagt, ich komme hier nicht weiter und dann alle zusammen dran sitzen und versuchen eine Lösung zu finden. Oft klappt das, manchmal auch nicht, manchmal sitzen wir auch 5-mal an einem Rätsel. Okay. Genau, und dazu haben wir dann auch angefangen, eben Workshops anzubieten, die vielleicht auch dahin führen, dass man eine Lösung findet. Dann haben wir zum Beispiel auch GSAK-Workshops angefangen. Das macht ein Geocacher aus der Berliner Community. Where-I-Go-Workshops, also wie baue ich eben so ein Where-I-Go, wenn ich das machen möchte. Lockpicking-Workshops, genau. Da sind noch ein paar andere Sachen in Planung. Was ist der derzeit beliebteste Workshop? Oh, Lockpicking. Lockpicking. Definitiv Lockpicking, ja. Das ist wirklich, da haben die Leute auch total Bock drauf und wollen unbedingt wissen, wie es funktioniert. Und es ist wirklich ein großer Hype gerade, ja. Das ist ja auch für viele noch eine zusätzliche Einkommensquelle. So, wenn sie Schlösser aufmachen, das hilft ja nicht nur beim Geocaching. Ne? Ach so, ich dachte, du meinst es jetzt irgendwie anders. Okay, ja. Nein, war ein kleiner Scherz.
die Einsatzmöglichkeiten eines Lockpicking-Workshops sind vielfältiger als ja. von einem Where-Go-Workshop, ja. möglicherweise. Vielleicht sieht man daran. Wenn man mal aus Versehen die Wohnungstür wieder zugezogen hat. Da kann man genau. sich viel Geld sparen für den Schlüsseldienst. Oh ja, das ist wenn man sein Lockpicking-Set in der Hosentasche hat. Oder die IKEA-Family-Card. Ah. Ich spreche da aus Erfahrung, die hat mir schon das Leben gerettet. Gut genau. zu wissen. Ja. Das werden wir verlinken in den Beschreibung des Videos auf ja. jeden Fall. Was ist, wo geht's hin? Was ist deine Vision? Was hast du für Träume in Bezug auf Geocaching und dein Geschäft? Hm. Also natürlich jetzt nicht alles verraten, aber ja, woran würdest du uns gerne teilhaben lassen? Ja. Was können wir in nächster Zeit erwarten? Also was mein Ziel ist, dadurch, dass wir natürlich auch in Berlin eine große Community haben und auch natürlich auch Brandenburg ein großes Einzugsgebiet noch ist, ist mein Ziel, dass wir als Shop ein zentraler Dreh- und Angelpunkt werden, noch mehr werden, als wir es jetzt schon sind. Und auch für die Leute einfach Mehrwerte schaffen. Also man sieht es jetzt zum Beispiel bei der Fahrt ins Blaue, da ist der Zulauf sehr groß. Wir planen jetzt gerade für Oktober eine Tschechien-Reise, die tendenziell natürlich für die Berliner und Brandenburger sein soll, aber wie es bei Geocachern ist, wir sind alle völlig bekloppt und fahren auch mal von Berlin nach Hannover oder von Hannover nach Berlin für einen Tag. Dass auch, wenn Leute sagen, ach, ich habe da Lust drauf, mal mit den Berlinern was zusammen zu machen und die kommen aus Hamburg, dass wir dann auch das organisieren können, dass er von Hamburg dann mitkommen kann oder ja, so. Ja. Das ist jetzt gerade noch in der Planung. Ist die schon die erste Reise. Oder gibt's da noch? Wir sind noch in der Planungsphase tatsächlich. Da wird es jetzt in den nächsten paar Tagen wird's dann noch eine Info zu geben und dann kann man auch anfangen zu buchen. Okay. Wenn ihr nichts dagegen habt, nehmen wir es gerne auch auf Cacherreise mit. Sehr gerne. Mit auf und verlinken das. Ja, super. Wo geht's hin in Tschechien? Zentraler Dreh- und Angelpunkt wird natürlich Prag. Das ist eine absolute Highlightstadt für Kescher. Ist das ganz toll. Also ich glaube, da kann man, ja, und ich glaube, man kann da auch 5 Wochen verbringen und hat ja. immer noch nicht alles gesehen. Das ist einfach eine Stadt, die auch schon viel hergibt. Selbst wenn man sagt, oh, heute ist blödes Wetter, ja. im Cache funktioniert es nicht so, kann man da auch, denke ich, so schöne ja, Tage verbringen. Stimmt. Und dann wird es einige Ausflüge geben. Das über die ich jetzt noch nicht so viel verraten möchte. Das Geocaching-Museum mit in die Planung genommen? Einiges im Plan. Halte mich da noch ein bisschen naja, bedeckt. Ein bisschen Überraschung muss ja dabei sein, genau. Ja, sehr cool. Ja, cool, vielen Dank. Ja, bin gerne. Sehr gespannt, das weiter zu verfolgen. Und ganz ja, viel super. Von euch in den sozialen Medien weiter so. Und danke, wir werden bestimmt das eine oder andere noch zusätzlich gemeinsam machen. Denke ich auch, ja. Sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Tschüss.